Hallo und willkommen bei einer neuen Folge vom Technikkanal. Heute werden wir mal diesen Schwingenspulen-Lautsprecher schrotten. Mit 240 Volt, also 220 Volt so. Ganz normales Stromnetz. Und wenn ihr euch gerade fragt, warum das hier so knistert, da machen wir gerade Karamell. Und hier haben wir einfach einen Topf mit Wasser drin, wo der Wasserdampf den ganzen Raum erhitzen soll. Also ich finde, es ist schon warm hier drin. So. Dings ist geschlagen. Geht's? Ja. Gut. Und dann würde ich mal sagen, stecken wir mal rein. Und ich mache mal kurz hier aus. Das geht, glaube ich, nicht so schnell aus. Okay, gut. Was wird da passieren? Ja? Er wird wahrscheinlich explodieren. Dann nehmen wir die Müllschiffen zurück. Ja, so viel wird dann auch wieder nicht passieren. Ja. Mensch, was ist denn das da für ein Scheißdreck? Das hätten wir auch, das ist anders. Ja. So. Passiert nicht. Achtung, da könnte kein Kontakt sein. An den Schiff drauf. Halt die Kamera, ich kümmere mich drum. Ja. Meister kümmern sich gerade drum. Und wir gucken mal hier rüber zu unserem Karamell. Anscheinend wird es noch nicht. Ja. Ach ja, und gestern habe ich auf dem Sperrmüll einen Karton gefunden, wo dieser Verstärker drin war. Also mit diesem Lautsprecher da, also der Verstärker. Hier unten haben wir noch Telefonverlängerungskabel. Und dann haben wir hier noch einen Verstärker. Das zeigen wir euch in einem anderen Video. Und das kann anscheinend. Das riecht auch schon nach Karamell. So, 3, 2, 1. Nee, passiert nicht. Also ich würde es nicht anfassen. Ist es beschichtet? Nee, eigentlich nicht. Wollen wir mal mit dem Messgerät rangehen? Achtung, ja, das ist eine gute Idee. Dann holen wir mal gleich mal das hier. Das ist gerade mein Projekt, was ich baue, ein Auto. Es kommt noch an der Räder an, ne? Ich würde sogar sagen, da liegt nichts mehr an. Hier hinten knistert. Und da wird gebastelt, das ist ja hier. Der kommt nicht. Das ist der kaputte. Der hier? Ganz eindeutig. Das ist der kaputte. Nee, das Deck ist noch ganz, aber das ist der kaputte. Ganz eindeutig. Guck mal nach. Sehr, von wegen. Der geht nämlich nicht. Der geht. Ja, vielleicht auch so schlau und die Steckdose steckt drin. Nee, die steckt drin. Nee, die steckt immer drin. Ah, das muss doch irgendwie gehen. Sonst müssen wir mal einen anderen raussuchen. Der funktioniert, also ist der da Schrott. Ja, und wir suchen uns den mal. Das hier sind nicht zufällig so hier. Nee, aber es sind andere, also die können wir auch nehmen. Ich habe auch noch einen Adapter dazu. Ja. Ich habe für alles etwas. Ach ja, und den Lautsprecher habe ich auch noch gefunden. Ne? Glascontainer. Keine Ahnung, warum das Ding beim Glascontainer steht. Aber ist Karamell, das sieht schon sehr lecker aus. Mmh, lecker Schmecker, Karamell. Das sind ja erstmal diese zwei. Ah, das sind komische Dinger, da sind komische Stecker dran. Da haben wir nicht die Stecker dazu durch. Ach, das kriegt man trotzdem hin. Was ist der? Hier habe ich ein Geschenk gekriegt. Da steht noch ein ganzer Haufen. Also, das war für mich schön. Ich weiß ja nicht, ob du die Stecker brauchst, ansonsten kann man sie auch abschneiden. Schneiden wir sie ab. Ich habe ja genug davon. Oh ja, stinkt, ey. Naja. So sieht's Karamell aus. Am besten wir packen das Karamell mal ins Wasser rein. Und was passiert? So. Wartet mal kurz. Hältst du mal kurz? Ich nehme die Zange. Wo haben wir jetzt die Zange? Hier. Nie ist irgendwas da. Die Zange liegt nicht hier. Naja, egal. Dann nehmen wir irgendwas anderes.
Messer und das hier. Genau. Oh, das kocht. Kocht schon die ganze Zeit, glaube ich. Ja. Und jetzt könnte es heiß werden. Köche. Eintunken. Warte, ich mache. Boah, das kannst du ja anfassen. Rein. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker Schmecker. Alter, das wird richtig lecker, das Wasser. Oh Gott. Oh, das riecht so richtig geil jetzt. Schick. Karamelltee. Genau. So, dann schneiden wir ab. Ja. Ach ja, und ich habe es nicht gezeigt. Ich habe mir jetzt 2 Plattenspieler für 5 Euro gekauft. Das ist der erste von RFT. Leider keine Nadel mehr dazu, aber ich hab alles. Der sieht so aus. Nadeln? Naja, Nadeln. Naja. Und dann haben wir hier noch einen uralten. Der ist wirklich uralt. Also den kannst du nicht mit anderen. Ich muss mal kurz ablesen. Also den kannst du nicht mit anderen Plattenspieler vergleichen. Und die Skalen sind von 16, 33, 45 und 78. Also die Schnelligkeit. Und dann haben wir hier so eine uralte Nadel. Und hier haben wir gleich noch einen Lautsprecher integriert. Kurz mal ablegen. Ich kotze gleich, wenn es so weitermacht. Ey. Gucken wir einfach mal nach. Das ist ein leckerer Tee machen. Lecker. Oh ja. Gut. Das wird unser nächstes Testvideo. Genau. Test von leckerem Karamelltee aus Breit. So, und jetzt haben wir hier noch Outdoor Radio. Dazu brauchen wir leider einen Code. Das werden wir euch auch mal in einer anderen Folge zeigen. Ja, muss ich mal in der Autowerkstatt gehen, die werden mir das zeigen. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Hoffentlich. Gut. Jetzt habe ich sie auch wieder. Mensch! So. Da hinten sind eine 220 Volt rauskommen. Gucken wir mal auf die Anzeige. Ja, da kommt's raus. Da würde ich jetzt gefährlich werden. Ja, da würde ich nicht anfassen. Da habe ich schon mal angefasst und das willst du nicht erleben. Das ist zwar nicht ganz so schlimm wie aus der Steckdose, aber es ist trotzdem. Was war denn deine höchste Spannung? Meine höchste Spannung waren 600 Volt. Und deine höchste waren, glaube ich, auch schon mal 1000, soweit du mir erzählt hast. Was der mit irgendeiner Trafe sonst daran angestellt. Und jetzt könnte das, glaube ich, irgendwie komisch geschalten. 3, 2, 1. Leck mich doch. Der geht nicht. Doch, er brummt. Mich verarscht. Kommt nicht mal so aus aus dem scheiß Trafo. Was ist das denn? Kommt nicht mal ganz anders hin? Ja. Oh, ein bisschen mehr raus. Mehr Leistung. Oh, hier hinten klappert's doch. Ja, wenn ihr denkt, dass das hier ist eine Kochshow. Nein, habt euch geschnitten. Das ist Aluminiumfolie mit verbrannt, ne? Bäh. Ja, bäh. Oh, scheiße. Ja. Ey. Leider nur der Technikkanal. Guck mal. Warte. Guck mal. Tut mir sehr leid. Oh. Scheiße. Och Mann, ey. Irgendwie müssen wir noch da rankommen. Warte. Oh ja, Power. Okay. Warte, ich drehe noch schnell den Deckel um. Zack. Die nächste Verstörung wird mit 600 Volt stattfinden. Ach ja, und wir haben uns schon vorgenommen. Welches halb? 3, 2, 1. Geht immer noch nicht. Okay. Wir haben uns vorgenommen, nächste Woche oder diese Woche mal sehen. Vielleicht machen wir es auch in den Sommerferien.
noch eine Frequenzweiche zu zerstören. Und zwar diesmal ist das Handy draußen, weil uns jemand angeschrieben hat. Nur vielmehr in die Kommentare geschrieben hat. Genau. Das sind jetzt 6 Watt. Das sollte der Lautsprecher nicht aushalten. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber... 3, 2, 1. Achtung. Okay, ich glaube, wir entfernen mal die komischen Deckel oder was das ist. Nee, die kann sich nicht entfernen. Doch. Der geht nicht ab, ne? Der ist nicht dran. Ach so, das ist eins. Und dann geht's weiter. Ich bin nicht der beste Trafo, aber wir werden für einen besseren besorgen. Das riecht schon. Oh, da sind Funks. Seht ihr das? Ja. Ich habe einen stärkeren Trafo gefunden. Mit 9 Watt, ne? Genau. Genau, 9 Volt Ampere. Ich kenne mal was, wa? Das könnt ihr jetzt schön. Ja, ja. Qualmen. Und hinten kocht's wieder. Und hier drinnen stinkt's. Wie eingeschissen. Ja, ist doch gut, Mensch. Leute. Also ich will jetzt keine Werbung für Zirkus Halligalli machen, aber guckt euch mal Larven aushalten 2015 Achtung. An. Müsst ihr euch wirklich... Oh! Und das war er. Riecht das? Riecht gut? Riecht nach... Das riecht nach Lautsprecher. Ja. Oh, scheiße. Und ich glaube, wir werden es vielleicht noch schaffen, einen zweiten zu machen. Denkst du? Da gucken wir jetzt mal auf die Uhr. Und dann ist sie. Und wir haben es halb und um halb wieder abgeholt. Manche denken ja, wir sind Brüder, aber nein, das sind wir nicht. Ja. Schön wär's. Schön wär's, genau. Genau. Ja. Also mir ist jetzt doch ganz schön langweilig. Ich kann euch ja mal die Anlage zeigen, Leute. Wartet mal kurz ablegen. Scheiße, ist das hier für ein Scheißdreck. Erste. Zweite. So, hier haben wir das gute Stück. Zweimal. Und du hast gesagt, das sind zwei, die müssen beide sein? Ja, die müssen beide sein. Du Scheiße. Man kann aber auch was innen betreiben. Ja, dann musst du aber den einen nehmen, der den Verstärker integriert hat. Geht der noch? Ja, der steckt immer noch drin. Achtung! Oh Gott, scheiß Kabel hier. Ich würde mal sagen, wir stellen den so. Und? Und das war er. Das kommt etwas Fenton laufen. Kommt auch aus. Wie normal. Ja. So, und jetzt habe ich noch mal eine Anfrage an euch. Nämlich. Ich darf noch professionelles aufweisen. Ja, das auch. Aber ich habe diese Dinger hier in dem Karton mitgefunden. Wozu braucht man die und wer braucht die? Braucht ihr die? Wenn ja, schreibt uns einfach an. Wenn ihr in der Nähe wohnt, kriegt das. Das sind 4 Stück. Das ist die Schwingspule. Das ist ja kaputt und so. Ach ja, und hier haben wir noch eine 6 Volt Batterie. Hier haben wir noch... Ich krieg die ja nicht raus. Hier haben wir eine offene 1,5er. Nee, eine 2 Volt Batterie muss es ja dann sein. 1,5 sind es. Ja, gut. 1,5er.
So. Dann war es eigentlich das, was zu erzählen ist. Dann können wir ein Geschoss machen. Genau. So, und jetzt gucken wir noch einmal im Topf nach. Lecker. So, und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Und tschüssi. Tschüss.